Hallihallo. Ja, ich habe ein neues Video und ja, wie kann es anders sein? Es ist mal wieder ein Haul. Ja, ich habe ein XL-Teddy-Haul, kann man so sagen. Also es ist schon ziemlich viel. Und als allererstes habe ich mir hier diesen Donut gekauft. Das ist so ein, wie so ein Plüschtier, kann man sagen. Kuschelfreunde. Der war auch gar nicht so teuer. Der hat 2 € gekostet. Ja, und der musste mit, weil der ist einfach nur so niedlich und so plüschig und richtig schön weich. Ja, eine schöne Deko, der kommt hier auf meinen Stuhl als, ja, als Deko. Fand ich so niedlich. Ich weiß gar nicht, ob es da noch andere gab. Da weiß ich gar nicht. Er lag oben drauf und dann lagen da noch lauter Teddys und ach, alles Mögliche halt. Ja, den habe ich mitgenommen. Den fand ich richtig, richtig toll. Der durfte mit. So. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist wirklich viel geworden. Dann habe ich mir diese Stempel hier gekauft, diese kleineren Silikonstempel. Im Übrigen wollte ich mich noch entschuldigen, man hört immer das Atmen so in meinem Video oder vielleicht bildet es mir auch nur ein, aber ich dachte, man hört das immer so. Ich weiß nicht, was mit dem Mikrofon los ist, warum, ich meine, ich muss ja atmen, während ich rede. Ich weiß nicht, warum das immer so extrem aufnimmt, also da habe ich keine Ahnung. Ja, falls im Hintergrund ein bisschen laut ist, die Kinder sind heute zu Hause, ja. Also nicht davon stören lassen. Die beschimpfen sich auch mal oder streiten sich auch mal oder diskutieren. Ja, auf jeden Fall habe ich mir diese Silikonstempel hier mitgenommen. Da sind halt so verschiedene Sprüche drauf. Und fand die Brille ja ganz cool. Ich habe ja hier diesen Ausstanzer, der hängt hier über mir. Finde ich total cool. Diesen großen Ausstanzer, den ich mal geschickt bekommen habe. Was ich mit dem mache, weiß ich noch nicht. Ab und zu machen wir mal so ein lustiges Foto, so ein Selfie oder so irgendwie mit dieser Brille aus Spaß. Also, die ist echt cool, diese Stanze. Ja, hier sind verschiedene Schriften drauf. Hier der Schmetterling finde ich auch ganz hübsch. Und das hier ist ja wie so eine Art, ja, wie eine Fahrkarte, kann man sagen. Kann man das so richtig sehen? Ich muss mal kurz die Lampe etwas. So ist vielleicht besser. Ja, die kosten 1,50 €. Das finde ich, kann man mitnehmen, kann man nichts verkehrt machen. So, dann habe ich mir nochmal mitgenommen diese Siegelsticker. Die finde ich so toll und die sind ja im Moment, die liegen da wirklich, ja, viele rum, die sie da für 50 Cent verkaufen. Da habe ich mir ja schon mal welche mitgenommen. Aber ich habe diesmal auch ein paar andere Sachen gekauft. Also ich habe viele Sachen gekauft, die ich schon habe. Aber ich habe auch diesmal viele Sachen gekauft, die ich eben noch nicht habe. Aber die mussten nochmal mit. Dann sind hier diese schönen Sterne und das sind auch so richtig, kann man das sehen, dass die so richtig so einen Effekt haben. So eine Lasersticker steht drauf. Wenn man die hier so ein bisschen, ne, da kann man sehen, dass die hier so ein bisschen, ja, so 3D kann man das nicht, ich weiß nicht, wie man das nennt, diesen Effekt. Sieht halt so ein bisschen aus, als wenn da, ja, keine Ahnung, ihr seht's ja. Kann man eigentlich gut erkennen. Dann fand ich ganz niedlich, sind keine Stickers, das sind Tattoos. Aber die so, fand ich so niedlich und vielleicht kann man irgendwie das ausschneiden und ein Klebeband drüber und dann vielleicht einen Sticker draus machen oder ich habe keine Ahnung, aber die waren so süß, musste mit. Ja, diese Einhörner oder ja, Einhörner sind das und Süßigkeiten fand ich total süß und echt schön. Weiß gar nicht, was die gekostet haben, auch 1 €. Ja, wie gesagt, eigentlich ja Tattoos, aber vielleicht, da kann man bestimmt auch Sticker draus machen. Dann auch wieder Einhörner sind diese Büroklammern hier. An denen konnte ich auch nicht vorbeigehen. Die sehen auch richtig schön aus. Kann man ja auch abmachen hier von der Klammer und vielleicht anderweitig verbasteln. Auch wieder vielleicht als Schmuck oder weiß ich nicht. Wenn es irgendwo draufklebt und dann ein Ohrhaken dran. Auch niedlich oder eine Kette oder so. Also ich habe es erstmal mitgenommen, zweimal. Habe jetzt noch einmal hier. Jo, für 1 € fand ich die sehr, sehr hübsch. Dann habe ich mir mitgenommen diese Perlen hier. Da gibt es ja auch verschiedene Farben. Ich habe zwei Farben mitgenommen. Einmal die weiß-grün und dann einmal, glaube ich, blau. Genau, die beiden hier. Einmal so blau, lila und grün und dann einmal nur weiß und grün, fand ich auch mal schön. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch mit gelb was. Also ich glaube, es gibt drei verschiedene. Mir ist nur aufgefallen, dass die Verpackungen sich geändert haben. Vielleicht ist das jetzt hier die neue Verpackung, ich habe keine Ahnung. Aber die sind sehr, sehr schön. Also da kann man sehr, man kann das an Pocket Letter dranhängen, man kann die als Goodies mitgeben, man kann wirklich mit denen
so viel machen. Und ich finde die Seesterne und natürlich die Seepferdchen besonders toll. Die Muscheln sind auch, ja, in Ordnung, aber ja, mir hätten auch nur die beiden verschiedenen gereicht. Also die finde ich richtig toll. So, das habe ich mir mitgenommen. Also wie gesagt, es wird ein etwas längeres Video. Ich habe wirklich sehr, sehr viel gekauft. Dann habe ich mir mitgenommen diese Bügelbilder hier. Genau, das sind so Bügelbilder für 1 Euro. Ich werde sie wahrscheinlich nicht irgendwo aufbügeln. Dasselbe Prinzip wie mit den Tattoos. Eventuell ein Klebeband drüber, also ein durchsichtiges, oder einlaminieren oder irgendwie, weil die sind echt so super schön. Also die beiden hier oben sind sowas von toll. Ja, mal sehen, was ich damit mache, was mir damit einfällt. Erstmal haben natürlich, ne? Ganz klar. Es wird hier langsam auch wieder voll. Dann habe ich die Sticker gefunden. Das sind so Papiersticker. Die fand ich auch sehr schön mit diesen Küchenutensilien, ne? Hier so Mixer und eine Pfanne. Da. Na, wie heißt das Ding? Topflappen, Handschuhe, ihr wisst schon. Ja, oder Schneebesen und sowas, alles hier drauf ist, fand ich sehr, sehr niedlich. Ja, 1 Euro. Finde ich ganz hübsch. Wirklich hübsch gemacht. Dann habe ich mir nochmal die mitgenommen. Ich liebe die ja. Ich finde die so süß. Und ja, ich musste sie nochmal kaufen. Ich kaufe ja manche Sachen doch öfter, weil ja, die Sachen, die man sich kauft, die mag man ja auch und verbraucht sie ja auch. Und ist dann eben schöner, wenn man sie mehrmals hat. Und kann sie dann auch ja, vielleicht nochmal verbasteln oder einfach nur aufheben. So wie ich das immer mache. Dann habe ich mir diese Sterne mitgenommen. Die fand ich auch sehr toll. Die haben ja so einen Glitzereffekt drin. Genau. Die glitzern hier halt so in grün und so ein bisschen gelblich. Und so verschiedenen Farben glitzern die. Ein bisschen Epoxy ist das. Also so ein bisschen erhaben. Fand ich sehr, sehr hübsch. Sterne gehen immer. Dann habe ich noch nie gesehen im Teddy diese Kork-Sticker. Hier steht zwar Laser-Sticker drüber, aber das ist ja eher so 3D und wie Kork, finde ich. Ne? Oder so Pappe hier vorne. Und das sind so Vintage-Motive. Hier unten mit so einem Schiff. Dann hier mit einem Paris-Eiffelturm und diesen Vögeln da. Und hier New York. Also richtig toll. Ne? Hier oben England. Also richtig, richtig schön. Also ich fand die sehr, sehr hübsch. Ich fand sie sehr, sehr teuer. 2 Euro. Ja. Ich hatte auch ganz, ganz, ganz viele verschiedene Motive, aber ich habe nur den einen Bogen mitgenommen, weil, ja, 2 Euro, ja, vom Teddy ist man eigentlich ein bisschen günstiger gewöhnt. So, dann nochmal die hier. Die habe ich mir doppelt mitgenommen. Die hatte ich schon gezeigt. Dann in der Wühlkiste, ne, die da immer so ist, wo man alles Mögliche drin findet. Diese Filzsticker mit diesen Cupcakes, diesen Kuchen hier. Also finde ich richtig toll, die. Habe ich auch immer mal so vereinzelten Goodie in Pocket Letter hinten drin gehabt. Jetzt habe ich auch mal welche. Ich dachte, ich habe die auch schon mal gekauft, aber die Frage ist, wo? Also, jetzt habe ich auf jeden Fall welche. Da war ich mir nicht sicher. Dann neu. Also, ich denke, dass das neu ist. Sieht, wie gesagt, auch die Verpackungen haben sich geändert. Aber vielleicht irre ich mich auch. Diese Anhängerchen für 1,50 Euro. Ja, ich fand das halt so toll hier mit der Uhr und ja, das Flugzeug jetzt nicht ganz so, ne? Aber auch hier dieser Fotoapparat, das Fahrrad hier unten und ja, ich habe mir gedacht, Mensch, könnte man eventuell, ne? Ja, gerade die Uhr mit Alice irgendwie vielleicht was für ein Schmuckstück machen oder Ohrringe draus machen und deswegen mussten sie zweimal mit, weil ich bin ja immer so ein Ohrringfreak, ne? Ja, fand ich auch niedlich, dass das ja so einzeln irgendwie so verpackt ist, ne? Dass das nicht so runterfällt und dass man das dann einzeln alles sich anschauen kann in diesen einzelnen Kästchen. Fand ich süß. Die habe ich zweimal mit. Dann habe ich mir nochmal diese Schmetterlinge mitgenommen. Ich finde die so, so traumhaft. Da gibt es ja auch verschiedene. Ich glaube, die gibt es auch noch in Schwarz-Weiß, aber die hatten nur die hier. Oh, die sind so schön. Also ich glaube, da habe ich noch zwei Bögen irgendwo rumliegen, aber ja, ich finde die so, so hübsch und es wird nicht schlecht. Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz die Pause-Taste drücken. So, wieder da. Genau, musste mal kurz Pause machen. Dann habe ich mir diese hier mitgenommen. Die sind eigentlich bekannt. Die gibt es schon eine ganze Weile dort. Aber ich finde die halt so, so hübsch. Und ich packe die auch gerne mal mit in eine Tauschpost oder verbastle die auch. Also,
ne, so für Sommerpocketletter und so. Finde ich die richtig toll, ja, mit dem Flamingo, ne, und diesen Früchten hier. Und die haben ja diesen Goldschimmer. Ne. Ich denke, dass ihr die kennt. Habt ihr wahrscheinlich auch alle zu Hause, keine Ahnung. Übrigens wollte ich noch sagen, vielen, vielen lieben Dank. Ich habe heute Morgen eine Nachricht gehabt. Ich denke, hey, was? YouTube? Benachrichtigung. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben 100 Abonnenten. Also vielen lieben Dank. Musste ich schmunzeln. Doch so. Also, dass sich überhaupt jemand das anguckt, aber ja. Da danke ich euch schon mal. Ja, musste ich ein bisschen schmunzeln. Fand ich niedlich. So, aber zurück zum Einkauf. Und die Sticker hier kennt ihr natürlich auch. Die haben keinen Goldschimmer, sondern die sind so metallisch. Ja, kann man das hier so ein bisschen sehen? Genau, hier sieht man so ein bisschen. Die haben so einen metallischen, so einen Silbereffekt haben die. Also, die sind so silberumrandet und haben überall so ein bisschen Silber mit drin. Also, die sind auch sehr, sehr hübsch. Die sind so toll. Die könnt, ja. Würde ich noch fünfmal kaufen, weil ich die so, so hübsch finde. So, dann habe ich mir die hier nochmal mitgenommen. Ach, die sind auch so niedlich. Und da habe ich ja eigentlich mal vor, die Meerjungfrauen mal einzugießen. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, weil die sind so, ne, kann man hier sehen, so, die ist so komisch. Also, mir würden die besser gefallen, wenn die klar wären, wenn man die richtig schön erkennen kann. Also, man kann die natürlich erkennen, aber die sind halt überall so holographisch oder wie man das nennt. Ne? Also wenn man hier so drüber geht, dann funkeln die, nicht nur der Rand funkelt, sondern auch die Meerjungfrau an sich so. Und ich, keine Ahnung, ob das funktioniert, aber ich finde die so, so hübsch. Schaut mal. So niedlich. Ja. Durfte auch nochmal mit. Dann natürlich auch bekannt. Diese hier. Rutschen immer hoch hier. Mag ich auch nicht. So. Ah, geht jetzt nicht richtig. Ist auch egal. Die kennen auch alle. Die sind auch bekannt. Die sind sowas von Kawaii. Einfach nur niedlich. Diese Tasse mit dem Gesicht und die Kuchen. Ja, und von denen sind ja nur so die drei hier, ne? Oder die vier. Eins, zwei, drei, vier, die das Gesicht haben. Die anderen haben ja nun leider kein Gesicht. Und ja, deswegen habe ich die für 1 Euro. Ist das völlig in Ordnung für so einen niedlichen Bogen. Nochmal mit. Dann die habe ich noch gar nicht. Und zwar sind das Noten. Ja, kann man auch mal gebrauchen, finde ich. Falls man mal irgendwie was bastelt, ja, wo man Noten braucht. Finde ich sehr, sehr hübsch. Sind auch schön groß, ne? Also es sind richtig große. Durften die auch mal mit. Die habe ich schon öfter gesehen, aber ich habe die nie gekauft, weil ich habe immer gedacht, ach, Noten brauchst du doch gar nicht. Dann habe ich mir mitgenommen diesen Bogen. Und zwar nochmal diese Makarons. Die habe ich auch schon bestimmt noch zweimal liegen, aber ich finde auch, die kann man mal in den Tauschpost mit reinmachen und lagen auch in der Müllkiste rum. Finde ich, kann man, ne? Kann man mitnehmen, weil die sind echt schön. Ich glaube, ich habe die vor kurzem auch gekauft, aber für den normalen Preis. Dann durfte wieder mit, nehme ich jedes Mal mit. Entweder die blauen oder diesmal waren es wieder die orangenen. Also die nehme ich wirklich, die Blumen nehme ich jedes Mal mit, weil die verbastle ich eigentlich auf alles, was ich mache. Mache ich ja so eine Blume drauf. Und meistens natürlich auch in diesen 3D-Effekt, ne? Also 3D, also ja die große, dann die mittlere und die kleine. Durfte mit. So, dann habe ich verschiedene Briefumschläge, weil die hatten endlich mal bedruckte Briefumschläge. Ich glaube, ich habe vier verschiedene. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Müssen wir mal gucken. So, die zwei erstmal. Und zwar einmal so blau mit so Kästchenkrams und einmal so, ja, so ein schönes Grün mit diesen weißen Streifen. 1 Euro und da sind drin 10 Stück. Ja, ich brauche ja immer jetzt für die Goodie Bags auch mal, ich sage jetzt mal nicht nur weiß, stinkeweiß, sondern einfach mal auch was, dass es ein bisschen hübscher aussieht. Habe ich mir die mal mitgenommen. Dann durfte mit ein Kritzelbuch. Ja, warum? Weil Monster, Aliens und Roboter. Ne? Das ist ja so, ja, da fahre ich ja drauf ab. Und ja, das sind halt so verschiedene Sachen, die man machen kann. Das Monster, guckt mal, so niedlich, wie das guckt. Mit Pünktchen am Bauch, einfach so süß. Oder hier, da schaut man, der hier, total verliebt. Ja, musste mit. Ja, für Pocket Letter finde ich so süß. Kam ich nicht dran vorbei. Oder der hier, einfach nur trollig. Ja, Kritzelbuch. Kann man so die verschiedensten Sachen machen. Ich werde es natürlich zum Verbasteln benutzen, ganz klar.
So, ich bin noch lange nicht fertig. Ich habe noch einen Riesenstapel hier neben mir. Also ich weiß nicht, wie lange das Video gehen wird. Dann habe ich mir mitgenommen Neonfarbe. Und zwar, ja, das ist so ein Orangeton. So ein bisschen Koralle-Orange. Sieht jetzt hier total orange aus, ist aber so ein bisschen Koralle. Koralle-Orange, würde ich sagen. Ja, die Farben sind sehr schön. Also sie sind jetzt von der Qualität nicht ganz so, wie ich es gewöhnt bin vom Malen her. Da habe ich immer sehr hochwertige Acrylfarbe damals gekauft im Bastelladen. Die kostete dann natürlich logischerweise nicht nur 1 Euro. Ich glaube 1 Euro hat die oder 1,50 Euro. Ja, also man merkt schon, dass sie jetzt nicht ganz so gut decken, aber man kann ja zwei, dreimal drüber streichen und dann decken die auch. Und ich male damit eigentlich keine, ich male im Moment ja gar nicht so viele Bilder. Also Leinwand meine ich. Und ja. Aber da kann die natürlich nicht mithalten. Also da gibt es ja andere Firmen wie DaVinci oder Rubens und was es da alles so für Farben gibt. Das merkt man. Aber für den Preis finde ich völlig in Ordnung. Und Neonfarbe geht ja immer. Liebe ja Neon. So, dann haben wir hier einen kleinen Block. Den fand ich ja so süß. Den finde ich eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, teuer für 1,50 Euro, weil so ein kleiner Block. Es gibt ja schon welche für 1 Euro und die sind ja wesentlich größer, aber das sind ja so Abschnitte. Also irgendwie gefällt mir das Licht heute nicht. So, kann man vielleicht jetzt besser sehen. Vielleicht sollte ich auch mal hier ein bisschen gleich was wegräumen, weil ich habe schon gar keinen Platz mehr. Ja, hier sind so verschiedene Abschnitte. Ich glaube, hier vorne kann man eigentlich alles sehen, was drin ist, aber ich wollte eigentlich mal so ein bisschen durchblättern. Also so verschiedene Papiere kann man entweder eine Karte draus basteln oder ein Anhängerchen oder man, ja, ich weiß nicht. Also man kann sehr viel mitmachen, ne? Ja, hier kann man wie Notizzettel benutzen. Also fand ich eigentlich sehr, sehr hübsch. Da gab es auch, oder das hier sieht auch sehr, sehr schön aus. Also es gab verschiedene von denen. Aber man kann ja, ich hatte schon so viel im Korb. Ist auch sehr schön, ja. Kurzer lieber Gruß drauf und dann einfach zum Pocket Letter dazu. Also sind wirklich schön die Abschnitte, ne? Deswegen habe ich mir mal den kleinen Block hier mitgenommen. So, jetzt sieht es hier aus natürlich. Also unmöglich. Werde ich das hier mal so ein klein wenig wieder an die Seite räumen, dass ich hier wieder ein bisschen Platz habe. Wird wahrscheinlich gleich alles runterfallen, wie ich das kenne hier von mir. So. Dann habe ich mir wieder mitgenommen, mehrmals. Ich weiß nicht, wo die anderen jetzt sind. Die sind jetzt hier noch neben mir. In der Kiste, wo ich alles erstmal reingeräumt habe. Die kennt ihr. Die brauche ich ja en gros. Damit bastle ich ja sehr viel. Das sind diese Ornamente. Für 1 Euro. Ich weiß nicht, wie lange die noch hat. Deswegen habe ich da zugeschlagen. Ich kratze mir dieses hier in der Mitte raus und mache dann so meinen Zeugs rein. So. Und damit kann man ja auch Kisten verzieren, man kann Pocket Letter mit verzieren, man kann Geschenke mit verzieren, man kann einen Anhänger draus machen. Also ich finde diese Metallsachen echt richtig toll. Ich weiß, dass das bei Doreen Beats und wie das alles heißt oder AliExpress, ja, da würde man vielleicht für 1 Euro so ein ganzes Paket kriegen, wo 25 Stück drin sind, aber ja, ich habe das leider nicht. Und somit bin ich immer auf diese teuren Sachen angewiesen. Aber ich sage mir immer, im Bastelladen würde ich dafür bestimmt 4,95 € bezahlen, ja, wenn das jetzt hier so im Bastelladen hängen würde. Ja, deswegen habe ich mir da mehrere mitgenommen wieder. Dann habe ich mir mitgenommen, ach, die hängen ja auch schon seit 10.000 Jahren dort, aber ich finde ich so schön. Kann ich immer wieder mitnehmen. Ja, es sind ja auch nur 4 Stück drauf und ja, die sind echt niedlich, diese Eulen hier. Sind ja so ein bisschen, da gab es damals noch, ich glaube, Waldtiere, Krokodil, Katzen hatte ich, Vögel hatte ich, glaube noch, die Eulen hatte ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Also, die hatten nur die Eulen. Ich muss auch sagen, der Teddy, wo ich diesmal war, doch, war ich sehr überrascht. So, dann habe ich mir den Block nochmal mitgenommen. Da sind halt auch die verschiedensten Motive drin. Sehr schön, der Block. Also, ich finde den sehr, das hier finde ich so toll, ne? Das sieht auch schön. Also eigentlich ist da jedes Blatt, ehrlich gesagt, finde ich. Ich finde jedes Blatt hier, das hier besonders. Jedes Blatt, was da drin ist, eigentlich richtig schön. Ach, das ist auch traumhaft hier. So richtig romantisch, vintage. Was kostet der eigentlich? 2 Euro. Naja, bei Action würde man wahrscheinlich weniger bezahlen, aber ich komme nicht so oft in den Action.
Oh Gott, ich denke mal, ich werde zwei Teile draus machen, weil es wird nicht weniger. Ich habe wirklich ja, Kaufrausch gehabt, wenn man das so sagen kann. Dann habe ich mir mitgenommen, habe ich noch nie gesehen, für 3 €. Schaut mal, hier sind so Notizzettel, verschiedene. In der Mitte ne, Briefpapier und hier an der Seite sind dazu die Briefumschläge. Habe ich noch nie gesehen. Voll cool. Musste mit. Ich suche ja mal Briefpapier, was ein bisschen schöner aussieht. Und deswegen durfte dieses Ganze und dann auch so schön in dieser Hülle hier drin. Ja, das musste mit. Also, ne, ich habe ja das letzte Mal für das Briefpapier 5 €, fast 6 € bezahlt. Und da war nicht so viel drin wie hier. Für 3 € musste das mit. Und dann auch mit diesem schönen Kolibri. Sieht echt sehr, sehr hübsch aus. Gibt es bestimmt auch noch mehr Motive. Ich habe jetzt, na, was war denn da noch? Auf jeden Fall hat es mir nicht gefallen, deswegen habe ich das mitgenommen. Dann habe ich mir mitgenommen unspektakulär Servetten, aber schaut mal, so, so süß mit diesen Waldtieren. Ja, Happy Birthday. Und hier unten diese niedlichen Waldtiere, echt richtig hübsch. Dazu habe ich dann auch passend noch den Teller. Also diese Pappteller. Ja, wir haben ja bald Kindergeburtstag und ach, ich fand die so niedlich. Mein Sohn steht ja auch so auf so Tiere. Dachte ich, ach komm, nimm mit. Weil wenn ich dann wieder in 3 Wochen reingehe, ist es dann vielleicht wieder nicht da oder haben sie vielleicht wieder andere Motive, keine Ahnung. Deswegen erstmal mitgenommen. Wird ja nicht schlecht. Es ist ja Papier und Pappe. So, das sind die anderen Briefumschläge. Einmal so Naturfarben. Ne? Und einmal in Gelb. Und auch wieder 10 Stück drin. Wie gesagt, da kann ich jetzt mal ein bisschen Goodiebags basteln, wie verrückt. Dann durfte dieser Block mit und der ist ja auch mal mega, 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 mega. So, so schön. Alles in so lila und Flieder, ja, Pastellfarben. So, so, so schön. Also das ist wirklich schönes Papier. Hier so ein bisschen tapetenmäßig. Auch so Tapete, also sehr, sehr hübsch, das ist auch sehr schön. Sowas mag ich ja, wenn das so ein bisschen Aquarell aussieht, ne? Sehr, sehr hübsch. Also, ich muss wirklich ganz mal, oder ganz mal, ja, ich muss wirklich mal ganz ehrlich sagen, dass die Sachen beim Teddy sich sehr, sehr verbessert haben. Finde schon, dass das jetzt schon so ein teilweise so Action nachzieht, so, ne? Das ist jetzt auch so, also früher ist. Also früher, so vor vielleicht, ja, wie lange gehe ich jetzt schon zum Teddy einkaufen? Eigentlich auch schon eine Weile. Da gab es immer nur so, ja, unschöne Motive, will ich jetzt nicht sagen, aber mal so Punkte oder mal so Striche oder so. Aber dieses Blumen-Aquarellige, das habe ich damals eigentlich nicht so gesehen. Vielleicht irre ich mich auch, aber ja, ist mir so aufgefallen, das wird immer mehr von den, ja, ich sage jetzt mal schöneren Motiven. So, dann habe ich mir Haftnotizset mitgenommen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das innen drin aussieht. Ich habe nur gesehen Einhorn und muss mit. Ich gucke jetzt mal mit euch zusammen hier rein. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das genau ist. Ich denke mal, sind. Ach! Oh, cool. Ich dachte, es ist ein großes Blatt, dass ich das wie ein Briefpapier nehmen kann. Aber es sind lauter kleine Blätter. Aber ist ja auch süß. Oh, schaut mal hier. Ach, niedlich. Oh, ist das süß. Habe ich auch noch nie gesehen. Ist für mich jetzt auch neu. Wahrscheinlich haben das schon alle, nur ich erst wieder die letzte. Aber ist ja egal. Hauptsache, man hat es irgendwann. Also richtig, richtig niedlich, dieses Einhorn. So süß, wie es da auf den Donut liegt, ne? Sehr, sehr hübsch. Also wie gesagt, ich habe diesmal wirklich sehr viel gefunden und deswegen natürlich auch entsprechend viel gekauft. Hier ist nochmal so ein normaler. Ja, was ist das hier? Keine Ahnung. Ich habe es mitgenommen. Bei Glitzer, ne? Und eigentlich zum Dekorieren des Gesichts für Fasching und Co. Party, was weiß ich, 50 Cent. Ja, ich werde es wahrscheinlich nicht für mein Gesicht benutzen, weil, ne? Brauche ich nicht, aber bestimmt zum Basteln oder ja, Verzieren von irgendwas. Ein Geschenk oder so, weil das so richtig schön glitzerig funkelt schön. Sieht echt hübsch aus. Für den Preis, okay, durfte mit.
So, dann habe ich, und da habe ich mich sehr gefreut. Schaut mal, zeige ich euch gleich alle, die hier liegen. Ich weiß gar nicht, wie viele ich habe. Es sind genau 6 Stück. Wie geil ist das denn? Die hatten wieder dieses Motiv Klebeband. Ich liebe es damit, wenn ich Post verschicke, die Pakete dann eben so zu verzieren draußen mit diesem Klebeband hier. Und da gab es wirklich so viele verschiedene Punkte. Denn hier dieses Comic-Design auch sehr hübsch mit diesen Mandalas oder Blumen. So, dann ganz normal rosa mit auch so weißen Blumen bedruckt. Dann hier mit blauen Punkten. Leider nicht mit schwarzen Punkten. Ich liebe ja, oder weiß mit schwarzen Punkten, finde ich auch sehr schön. Und nochmal das in so blau. Das andere war ja so grünlich-orange und hier ist ja so gelb und blau. Also da musste ich zuschlagen, weil ich warte schon seit Ewigkeiten, dass sie das mal wieder haben und habe auch immer mal nachgefragt, weil ich habe welche mit Vögeln. Mit Waldtieren, glaube ich, und was waren das andere? Ich glaube, so hellblau mit irgendeinen so Ornamenten oder Mustern. Ich bin immer wieder rein und habe gedacht, ja, ihr hattet mal so Klebeband mit so Motiven. Habt ihr so? Nö, keine Ahnung, was will die jetzt hier von uns? Und jetzt sehe ich das da und habe gedacht, nimm dir 6 mit und dann hast du erstmal wieder welche. Also da habe ich mich richtig gefreut. Dann, weil ich ja so ein Haftnotizzettel-Freund bin, ne, mit Eule. Durfte auch mit. Richtig niedlich. Richtig süß. In so einem kleinen Büchlein drin. So niedlich, wie die da sitzen. Eulen mag ich ja auch, aber ja, nicht. Also es hat sich schon ein bisschen nachgelassen. So, dann sind hier nochmal diese verschiedenen, seht ihr ja, Metallsticker, Ornamente. Ich weiß gar nicht, wie viele das waren. Also ich glaube, es waren 5 oder so. Keine Ahnung. 4 oder 5. So, dann habe ich mir den Block nochmal mitgenommen. Den kennen auch schon einige. Den habe ich glaube schon zweimal. Aber der ist so schön. Schaut mal. Den habe ich mir das letzte Mal auch nochmal mitgenommen. Aber ja, der ist einfach nur toll. Und ich habe damit neulich auch gebastelt. Also, so, denn den hier. Den habe ich mittlerweile auch 4 Mal oder so. Ich liebe einfach diesen Block. Einfach nur traumhaft. Den kennt ihr mit den Einhörnern. Der ist bekannt. Den haben, glaube ich, alle. Also den sehe ich sehr oft auch verbastelt jetzt. So gerade bei Instagram basteln sehr viele mit dem Block. So, wir haben immer noch einen Haufen. Dann habe ich mir diese. Ah, hier ist eine. Diese Büroklammern in Sternform. Echt cool. Habe ich noch nie gesehen mit Sternen. Also ich weiß, dass es die verschiedensten gibt, aber ich habe die bei Teddy noch nie gesehen. Ja, durfte mit. Dann auch wieder Hüllen. Ich brauche ja Hüllen. Ja, ich liebe Hüllen. Schöner finde ich natürlich, wenn was drauf wäre, aber leider sind die jetzt nur ganz normal. Aber kann man immer gebrauchen. Spiegelt hier. Und dann habe ich mir diese Anspitzer mitgenommen. Und zwar einmal mit dem Fuchs, den behalte ich. Und den gebe ich meinen Söhnen zum Anspitzen. Den stelle ich mir hier irgendwo mit hin, weil der ist rosa und der sieht einfach nur süß aus, dieses Füchslein. Ja. Und dann diese Eule hier. Habe ich extra geguckt, weil die hatten auch einen mit einer rosanen Eule. Und da habe ich mir gedacht, ach nee, für Jungs nimm lieber die blaue mit. Und dann war aber bei der einen blauen der Fuchs, glaube ich, grün oder so. Und da habe ich gedacht, oh nö, ich will aber den rosanen Fuchs haben. Ja. Und dann hatte ich dann gewühlt und geguckt. Und dann habe ich doch noch das so, wie ich es gerne gehabt, also wie ich es wollte. So, auch wieder mit, was immer dabei ist, ist doppelseitiges Klebeband. Also, ne, stapelt sich das schon, fällt gleich alles um. So, dann habe ich mal mitgenommen und schaut mal, wie schön die aussieht. Eine Handarbeitsschere. Ja, die war nicht ganz billig. Habe ich auch ganz ehrlich überlegt, brauchst du die jetzt? Brauchst du die wirklich? Aber die sieht ja wirklich. Ich muss die mal rausholen. Sieht die hübsch aus? Also die ist ja echt mal toll. Die ist auch extrem spitz. Also man kann richtig schön die 3D-Bögen und so ausschneiden damit. Oh, ist die schön. Also ich finde die wirklich richtig, richtig schön. Ja, die durfte mit. Eine neue Schere.
So, jetzt ist ja noch so ein bisschen klein Schnulli dabei. Einmal diese Schlüsselringe, die liegen da ja im Moment auch noch und nöcher. Aber ich finde die sehr, sehr hübsch. Also was heißt hübsch, aber praktisch, ne? Also wenn ich jetzt einen Schlüsselanhänger bastle, finde ich die richtig praktisch, weil man kann die hier einfach so aufmachen und wieder so zuklicksen. Man muss ja nicht wie beim normalen Schlüsselanhänger das erst so, naja, wisst schon, so aufpiepeln und dann so reinziehen, sondern da finde ich die jetzt sehr, sehr hübsch. Praktisch, nicht hübsch. So, dann diese Ohrhaken in Gold. Ich habe ja kaum Goldene, ich habe ja nur Silber, deswegen mussten Goldene mit. Dann habe ich mir die Knöpfe hier mitgenommen, weil ich die auch sehr, sehr, sehr toll finde. Dann nochmal so Karabinerhaken in Bronzeton. An Bronze kommt man ja so leicht nicht ran, deswegen, ja, ich finde es sehr teuer. Es ist ja kaum, es sind 16 Stück nur drin. Es ist teuer, aber ich komme nicht so daran und ich bastle gerne mit Bronze. Und ja, ne, sollte wirklich mal überlegen, Ali und Co. mal mir anzuschaffen. So, und ich habe es doch geschafft gleich. Dann habe ich mir die Häkelborte mitgenommen. Ja, die ist ja immer sehr schnell alle, gerade weil ich die Pocketletter an die Seite was mache. Dann habe ich hier oben jetzt so ein Regal, da wollte ich das eigentlich, ja, da ist so ein unschöner Rand, da möchte ich das drumherum kleben. Ja, dann die hier. Washi-Tape mit, was ist denn da drauf? Ach genau, das Panda-Bärchen. So süß. Hier mit Herz und Panda-Bärchen. Ich weiß, genau, sieht man jetzt nicht so gut, weil das Licht... Ah, jetzt. So, Panda, was steht denn da? With Love oder so? Ist ganz klein, sehe ich gar nicht richtig. Und hier sind halt so Blümchen, Panda-Bären und so. Ach ja, also sehr, sehr, sehr viel. So. Und zu guter Letzt habe ich mir noch mitgenommen diese Mappe mit diesem schönen Vintage-Motiv. Sieht echt klasse aus. Ja, von der anderen Seite ist sie jetzt ganz normal. Was hat die gekostet? 2 Euro. Gab es verschiedene Designs. Noch irgendwie Paris und ach, keine Ahnung. Alles aber so Vintage. Die waren alle sehr, sehr hübsch. Aber die hat mir jetzt am besten gefallen. Hier mit dieser... Ja, Meise, Kohlmeise, ne? Oder, ja, ich denke jetzt mal, dass es eine Kohlmeise sein soll. Und ja, diesen Vintage hier im Hintergrund. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit mache. Wahrscheinlich aber die Sticker, die ich aktuell brauche, für irgendwelche Projekte oder irgendwelche Basteldings, dass ich die mal alle hier so reinpacke, zumache und dann hier hinstelle, damit ich gleich weiß, wo die sind, die ich jetzt, wenn ich weiter basteln möchte, ja, wo ich die finde. Weil ich schmeiße immer alles in meine Kiste rein und dann das Wühlen ist sehr, sehr anstrengend. Also anstrengend, aber das nervt mich dann halt immer. Deswegen werde ich mir die hier wahrscheinlich irgendwo...